Dr. Gesine Lötsch für die Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Bundeskanzler hat heute Morgen gesagt, die Waffen müssen schweigen. Dieser Satz ist richtig. Aber der Haushalt widerspricht dieser Äußerung, und das ist eine Schieflage. Meine Damen und Herren, es braucht einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine. Und Putin muss die russische Armee zurückziehen. Die Menschen in der Ukraine, die Menschen überall in der Welt haben das Recht, in Frieden zu leben. In der Sondersitzung vom 27. Februar hat Olaf Scholz den Eindruck erweckt, 100 Milliarden Sondervermögen Bundeswehr wären eine direkte Reaktion auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das trifft aber nicht zu. Die Rüstungsprojekte standen schon vorher im Koalitionsvertrag oder sind bereits im Haushaltsausschuss von der damaligen Koalition, also mit der Union, gemeinsam beschlossen worden. Und es ist auch ein Ammenmärchen, meine Damen und Herren, die Bundeswehr sei kaputt gespart worden. Olaf Scholz hat in seiner Amtszeit als Finanzminister für einen Aufwuchs bei der Bundeswehr gesorgt, und zwar addiert 38,5 Milliarden Euro. Und allein in einer Sitzung des Haushaltsausschusses vor der Sommerpause wurden Waffenbeschaffungen für über 20 Milliarden Euro bewilligt. Ein Vergleich. Die Bundesregierung will insgesamt für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in 2022 nur 12,5 Milliarden Euro ausgeben. Da ist eine Schieflage. So geht das nicht. In dieser Sitzung wurde auch FCAS, der Nachfolger des Eurofighters, beschlossen. Insgesamt soll dieses Luftkampfsystem 100 Milliarden Euro kosten. Das Sondervermögen wird also gar nicht ausreichen, um die ganze Wunschliste der Bundeswehr zu erfüllen. Und Friedrich Merz hat ja heute Morgen schon deutlich gemacht, dass er mehr will, dass ihm das alles nicht reicht. Und darum frage ich die Ampelkoalition, warum lassen Sie sich von der CDU in Geiselhaft nehmen? Haben Sie das wirklich nötig, meine Damen und Herren? Und nicht nur wir, auch der Bundesrechnungshof, aber auch die Soldatinnen und Soldaten stellen berechtigt die Frage, wo ist denn das ganze viele Geld für die Bundeswehr geblieben? Wo? Die Antwort ist, unfähigen Generälen und Politikern ist die Rüstungsindustrie wichtiger als unsere Sicherheit. Das ist die Wahrheit. Kollegin Lötsch, ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Strack-Zimmermann? Vielen Dank, nein. Die Antwort ist schon gegeben im Abschlussbericht einer Reformkommission unter Leitung von Altbundespräsident Richard von Weizsäcker aus dem Jahr 2000 heißt es, im Unternehmen Bundeswehr müsse endlich einem betriebswirtschaftlichen Denken und Handeln neuer Raum gegeben werden. Das ist 22 Jahre her, und es hat sich nichts geändert. Die Bundeswehr ist zu einer Steuergeldvernichtungsmaschine geworden, und das darf nicht sein, meine Damen und Herren. Ja, die Bundeswehr hat im Bundestag eine große Lobby, doch die Lobby der Rüstungsindustrie ist noch größer. Es wird nicht angeschafft, was die Bundeswehr für die Landesverteidigung braucht, sondern das, was die Rüstungskonzerne unbedingt teuer verkaufen wollen. Nur ein Beispiel. An dem Tag, an dem der Koalitionsvertrag unterschrieben wurde, stand die Aktie des Rüstungsunternehmens Rheinmetall bei 82,98 Euro. Am 22. März, also 100 Tage später, stand sie bei 182 Euro. Das heißt, ein Wertzuwachs von 100 Euro in 100 Tagen. Das sagt doch alles, meine Damen und Herren. Im Koalitionsvertrag stand auch schon die Ablösung des Tornados. Sie kaufen jetzt den Atombomber F-35. Die FAZ schwärmte vom Ferrari der Luftwaffe. Die Verteidigungsministerin Lambrecht hatte vor wenigen Tagen noch versprochen, dass es keine Beschaffung mit überteuerten Goldrandlösungen geben werde. Welch ein Hohn! Die F-35-Jets sollen 15 Milliarden Euro kosten. Zum Vergleich, für den gesamten sozialen Wohnungsbau hat die Bundesregierung 14,5 Milliarden Euro in dieser Wahlperiode eingeplant. Das ist zu wenig. Da brauchen wir mehr Geld, meine Damen und Herren. Der F-35 ist ein Tarnkappenjet. Das Flugzeug kann unerkannt vom feindlichen Radar Atombomben über weite Strecken transportieren.
Können Sie mir erklären, warum wir für die Landesverteidigung Atomwaffen unerkannt in andere Länder fliegen müssen? Das sind doch ganz klar Angriffswaffen. Das lehnen wir ab. Das Sondervermögen ist nicht der Schlüssel zu mehr Sicherheit. Es sind Kriegskredite, und das ist mit der Linken nicht zu machen. Vielen Dank. Zuallererst, die Präsidentin, egal wer es ist, die hier vorne sitzt, ist jeweils die Präsidentin des gesamten Parlaments und nicht einer Fraktion. Punkt 1. Wie Sie sehen, mein Gehör funktioniert noch ganz gut. Punkt 2, und das gilt auch für alle, und da schaue ich jetzt in Richtung der Fraktion Die Linke. Wir haben schon seit Längerem die Regel, auch für Zwischenrufe bleibt die Maske auf der Nase und auf dem Mund. Punkt 3, nicht nur, weil wir letzte Woche das hier eingeführt haben, sondern weil wir das auch in dieser Woche praktiziert haben. Alle Präsidentinnen, glücklicherweise sind wir ja inzwischen schon wieder zu dritt. Es ist nicht so, wenn eine Frage oder Bemerkung vom Redner oder der Rednerin abgelehnt wird, dass daraus ein natürliches Recht auf eine Kurzintervention erwächst. Ein Blick in die Geschäftsordnung erklärt, dass die Präsidenten oder Präsidentinnen diese zulassen müssen. Und wir haben in dieser Woche das nicht getan, sondern haben entsprechend der Verabredung die Haushaltsdebatte hier entsprechend geführt. So, das nun noch mal erklärend, weil die Zeit ist ja auch ein bisschen fortgeschritten. Nicht alle waren immer die ganze Zeit hier. Nun fahren wir in der Debatte zum Haushalt des Bundesministeriums der Verteidigung fort und das Wort